Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Agelos. In der letzten Folge war es nur ein Let's Test und wir haben geguckt und gesehen, ja, hier Prinzessin gerettet und König freut sich, dass seine Prinzessin wieder da ist. Und wir haben die ehrenvolle Aufgabe bekommen, die vier Elemente dieser Welt zu finden. Das wäre Feuer, Erde, Wasser, Luft, quasi der neue Avatar zu werden. Und wir sind gerade auf dem Weg in die Schatzkammer, wo auch immer die sein wird. Hallo, Snape mit grünen Haaren, wie geht's dir? Ich bin Alchemist. Kehre jetzt zu mir zurück, um Sachen zu holen. Okay, mach ich. Ja, egal. Ich musste tatsächlich... Warte, ich speichere jetzt auch nochmal ganz kurz. Denn ich musste eben... ich habe nach 3 Minuten nicht nochmal gespeichert im ersten Part und bin dann einfach aus dem Game rausgegangen und da habe ich gemerkt, ja, kacke. Ich hätte vielleicht mal speichern sollen. Hier ist der komische Seher, der uns den Schlüssel gegeben hat. Und ja, wir sind jetzt quasi auf dem Weg zur Schatzkammer. Ich finde diese Musik immer noch so geil irgendwie. Mal gucken, wo uns diese Reise hinführt. Ich verspreche nicht, dass ich dieses... Achso, hier waren wir schon von Anfang an. Ich verspreche nicht, dass ich dieses Spiel bis zum Ende spielen werde. Ich werde es erstmal ein bisschen spielen, solange ich Bock drauf habe. Wenn ich dann irgendwann merke, oh, es ist mir viel zu viel gegrindet oder sowas, dann werde ich das Let's Play abbrechen. Aber jetzt erstmal kommt hier das Spiel. Ich hoffe, ihr freut euch darüber. Der Kloxen wollte auch noch mehr, wow, Folgen davon haben. Was bist du denn für ein Dude? Einfach so ein Würmchen. Oh Gott, ey, ihr altes Klärchen. Ich habe mir auch natürlich nochmal das Schwert geholt und die Ausrüstung hier, damit ich wieder ganz in Türkis gefärbt bin. Ganz klar. Okay, die sind ja alle viel zu stark. Leute, was ist los? Wieso sind die so stark? Und vor allem, wie kommt man da hoch? Ich glaube, der tötet mich einfach. Ich komme da nicht hoch. Es sei denn, wir können irgendwas mit diesen Elektro-Ding da machen, aber ich befürchte fast nicht. Oh, es kam runter, du kleines Ding. Wie sollen wir denn jetzt da hochkommen? Hallo? Dieses Elektro-Ding tötet mich locker. Wir sollen ja auch erstmal noch in die Schatzkammer, aber... Warte mal. Bestimmt haben wir irgendwo noch einen Schlüssel. Also wir haben jetzt einen Schlüssel bekommen und den müssen wir bestimmt irgendwo einsetzen. Da ist sie doch bestimmt. Bei der komischen Ratte. Bitte töte mich nicht. Bitte töte mich nicht. Oh Gott! Gibt's hier Fallschaden? Ich weiß es nicht. Zur Not haben wir halt auch noch unser grünes Kraut, das sich angeblich automatisch benutzen lässt. Ah ja, das hier ist wahrscheinlich die Schatzkammer. Money! Die geben uns ganz viel Geld. Was geben sie uns noch? Noch so ein Ding? Herb! Ah ja, aber ich glaube, das ist immer noch automatisch. Und noch ein Herzteil. Also mit den Herzteilen sparen sich auf jeden Fall gar nicht. Wir haben bisher schon 2 Herzteile bekommen. Einfach, ja, innerhalb der ersten Viertelstunde irgendwie. Okay, wenn das jetzt die Schatzkammer war, dann können wir jetzt einfach wieder zurückgehen zum Seher, ne? Der wollte nur, dass ich einmal kurz in die Schatzkammer gehe. Hallo. Ohne meine Kristallkugeln sind meine Möglichkeiten überschaubar. Wenn ich sie hätte, könnte ich erfahren, warum du die Elemente aufnehmen kannst. Ich kann aber immer noch meine Macht nutzen, um dich zu leiten. Brauchst du ein bisschen Führung? Ja, bitte. Ich war jetzt da. In der Schatzkammer, so wie du es mit mir befohlen hattest. Ich sehe eine Tür in einer Höhle unterm Wald. Achso. Stimmt, da war auch noch eine Tür, wo man einen Schlüssel einsetzen konnte. Dann gehen wir halt dahin. Fängt ja schon gleich gut an mit diesem ganzen Backtracking hier. So, das müsste die Tür sein. Okay, wo sind wir jetzt? Nimm dich vor leuchtenden Pflanzen in Acht. Okay, kann man die kaputt machen? Nee, aber die tun wahrscheinlich weh, wenn man... Ja, wenn man gegenknallt. Alles klar, weiß ich Bescheid. Danke, komisches Schild. Hier gibt's... Wow! Hier gibt's komische grüne Kirbys, die auf einen zufliegen. Okay. Ah, hier gibt's so viele neue Gegner. Das ist ja unfassbar. Bin auch gespannt, wie viele Gegner es insgesamt gibt. Was sind das für Viecher? Irgendwelche komischen Digimons, aber die geben übelst viel Geld. Da oben kommen wir, glaube ich, noch nicht hin, weil wir nicht so hoch hüpfen können. Ich vermute einfach mal, in jedem guten RPG oder in jedem guten Jump'n'Run-Spiel gibt es früher oder später einen Doppelsprung. Ich hoffe einfach mal, dass das relativ schnell hier auch noch kommt. Oh Gott. Eigentlich haben wir so eine tolle Rüstung, dass wir hier nicht so viele Leben verlieren. Okay, und ich hoffe... Das hier ist aber doch nicht die Schatzkammer. Nee, dann war das wirklich die Schatzkammer da bei der einen Ratte, ne? Ich glaube schon. Level up! Da weiß ich auch noch nicht genau, was das mir bringen soll, dieses Level up. Und man darf auch nicht den Schleim berühren, okay. Kannst du dann mal irgendwie... Dass das nervt? Geh doch einfach mal weg, du machst sowieso keinen Schaden. So. Komisches Viech. Ach, ich hätte einfach da vorbeilaufen können. Ich Dummkopf. Okay, hier müssen wir ganz präzise springen. Guck mal. Ich übe schon mal ein bisschen... Lief schon mal ein bisschen für Mario Maker 2. Zurück zum Bossgewalt. Erdtempel. Ja, gehen wir zum Erdtempel und holen unser erstes Element. Anscheinend ist Erde unser erstes Element. Dann werden wir ein toller Erdbändiger. Zack, zack. Wir können doch eigentlich die ganze Zeit auf die rauf dashen. Wie ein richtig guter Mario sowas nur mal tut. Hier, wah. Und wah.
Irgendwie funktioniert das nicht so gut, wie ich will. Aber dann doch wieder irgendwie besser als bei Rogue Legacy, diese nach unten Attacke. Ich bin sehr gespannt, wie die Tempel sein werden, ob es da auch Rätsel gibt und so, dass das so ein bisschen Zelda-like ist. Die Musik ist immer noch geil. Ja, Tempel, hallo. Wir brauchen auf jeden Fall einen Schlüssel, oben zu sehen. Hat schon irgendwie was von Zelda, von dem alten Zeldas halt. Der Kloxen meinte auch, dass das erinnert ihn an Zelda 2. Das habe ich halt nie gespielt. Keine Ahnung, was Zelda 2 ist. Ob das wirklich Zelda 2 hieß oder ob das dieses Zelda war, wo man auf dieser einen Insel war und so. Gar kein Plan. Hier wird wahrscheinlich der Schlüssel drin sein. Jupp. Cool. Oder gar keine Ahnung. Das erste Zelda, das ich gespielt habe, war Ocarina of Time. Und da hatte ich richtig krass Angst vor diesen... Vor der Nacht. In der Nacht kamen immer so komische Werwölfe. Und vor denen hatte ich als Kind richtig Angst. Okay, die gehen anscheinend jedes... Nee, was? Ah, okay, man kann die so nach oben pushen. Dann muss man die wahrscheinlich... Wie wollen wir das machen? Man muss dann die nach oben machen und dann halt sich so eine Treppe hier bauen. Können wir natürlich machen, wenn wir witzig sind. Immer zweimal schlagen und dann wieder rüber, zweimal schlagen, wieder rüber, zweimal schlagen. Okay, da brauchen wir noch einen Schlüssel für. Ich weiß nicht, ich glaube, wir kommen hier gar nicht weiter bisher, ne? Nö, dann halt wieder runter. Hallo, du komisches Viech. Also Wow! Vom Gegnerdesign finde ich das bisher auf jeden Fall nett und es gibt vor allem so ganz viele verschiedene Gegner. Das hat mich bei Devious Dungeon nämlich so ein bisschen geärgert, dass es da nur so 4 Gegner gab. Finde ich sowas schon geiler, wenn es hier so viele gibt. Warum sind da Maulwürfe in den Steinen drin? Da sind so Maulwurfgesichter drin. Komische Sachen hier. Oh, den einen hätte ich vielleicht da lassen sollen, damit ich da hochgehen kann. Ja, ich glaube, ich habe mir das hier gerade verbaut. Reset! Lass mich durch, du komische Elektrokugel. Da oben ist eine rote Kiste, da würde ich gerne ran. Wir machen nur die unteren kaputt, dann können wir nämlich hier uns irgendwie hochbauen, wenn wir das schlau machen. Machen wir natürlich nicht schlau, sondern ziemlich dumm. Fuck you! Das kann ja ewig dauern hier. So, oben wegmachen. Und jetzt sollten wir doch hier hochkommen, ja. Dann kommen wir auch hier rüber. Also man muss schon ein bisschen nachdenken. Ist schon so ein bisschen auch Puzzler. Da haben wir noch einen Schlüssel und ich glaube, hier können wir erstmal nicht weiter hoch. Nein, den Ranken kann man nicht hoch, ne. Okidoki, das war so klar, dass da wieder dieses Teil ist. Damit es mich schön verletzen kann. What else? Egal. Nespresso. War das Nespresso? Ja, ne? What else? Ich glaube schon. Okay, wir haben weitere Schlüssel und ich glaube, wir hatten nur eine Tür, wo wir das einsetzen konnten. Kannst du, komisches Viech, mal weggehen? So. Zweimal. Können wir die, glaube ich, nur hier einsetzen, ja. Okay, also bisher sind die Rätsel noch nicht so krass. Vielleicht, ich hoffe, wir kriegen auch noch irgendwelche Rätsel, wo man Sachen umherschieben muss und sowas. Oder wirklich nachdenken muss. Alter, guck mal, ein Amulettring, was auch immer. Erziehen? Oh, Kraft des Erdrings, drücke. Bla für Element. Berühre. Ach, das sind Irrlichter. Und aus den Irrlichtern wird dann eine Plattform. Reife Gegner an. Das ist ein süßer Gegner. Der sieht ein bisschen aus wie Kuribo, wie geflügelter Kuribo, wenn ihr das kennt. Und Gegner werden anscheinend auch zu solchen Plattformen. Okay, cool. Wir haben einen Kraftring aus dem Erdkönigreich. Cool. Was steht hier? Wenn du die Kraft des Rings hast, dann triff einen Gegner, um Magiepunkte zu erhalten. Okay. Stirb, komische Echse. Jetzt, hier müssen wir das auch gleich einsetzen. Nach oben und dann... Hä, wie ging das? Ah. Okay, aber wir können nur das Ding dreimal einsetzen. Das heißt, wenn ich das jetzt hier verkacke... Shit. Lädt sich das dann mit der Zeit wieder auf? Oder kriegt man immer Punkte, wenn man Gegner angreift? Ah ja, okay, jedes Mal, wenn man Gegner mit einem normalen Angriff angreift... Warte, ich habe das noch nicht so ganz raus. Aha, okay. Dann kriegt man da diese Punkte. Neben unserem Geld auf der linken Seite seht ihr so 3 Punkte. Und das sind unsere Magiepunkte quasi. Und die füllen sich wieder auf, wenn man halt Gegner angreift. Okay, cool. Haben wir unsere erste Magiefähigkeit. Geil. Kommen wir auch hier hoch. Okay, ja, das finde ich nett. Und es gibt halt 4 Elemente. Warte mal, das kann ich euch nochmal kurz zeigen. Hier, wenn man ins Inventar guckt, dann sieht man hier auf der linken Seite 4 Elemente. Ach nee, die 4 Elemente müssen wir finden. Und wir haben hier aber auch 4 Plätze frei. Also 4 Ringe, 4 Schriftrollen. Ich glaube nicht, dass das Spiel allzu lange gehen wird. Vor allem, wenn das so bleibt. Ich merke auch gerade mein Zimmer halt mega, weil ich jetzt hier mein Schlagzeug drin habe. Ich bin nämlich immer noch, vielleicht wissen das einige von euch, wenn ihr meinen Isaac-Let's Play geguckt habt, da habe ich erzählt, meine Eltern sind irgendwie am Aufräumen des ganzen Hauses. Und weil wir Besuch bekommen aus Argentinien, ein ganz toller Besuch, keine Ahnung. Okay, das ist die erste Seite.
Und deswegen musste ich all mein Kram aus dem Haus, was halt überall so rumliegt, alles in mein Zimmer nehmen. Jetzt ist mein Zimmer voll das Messi-Zimmer und ich kann mich ja eigentlich gar nicht mehr bewegen, aber egal, Leute. Und dazu gehört halt auch noch ein Schlagzeug, mein Schlagzeug, das ein Jahr lang in der Badewanne lag bisher. Ja, und das musste ich jetzt in mein Zimmer tun und ich merke gerade, wenn ich rede, dann hallt das so ein bisschen nach. War das jetzt schon falsch? Komme ich hier jetzt schon wieder nicht mehr hoch? Warten wir, bis das nach unten geht? Nee, ich glaube, das langt nicht, ne? Ach, come on, jetzt muss ich das alles nochmal machen. Nur weil ich hier oben einfach nur wegschubsen hätte tun müssen. Oh, ist das lame. Ah, oh, da komme ich da vielleicht doch noch an. Warte mal. Vielleicht kriegen wir das hin. Wir müssen das machen, wenn er unten ist. Wie greife ich den überhaupt an? So, jetzt komme ich da auf jeden Fall rauf. Nein, es langt gerade so nicht, oder was? Ich müsste es noch ein bisschen weiter nach oben machen. Okay, warte. Das kriegen wir hin. Hoffentlich. Und hier. Nein, ah, das war zu früh. Komm her! Och man! Jetzt muss ich das alles nochmal machen, das ist so nervig. Jetzt machen wir nur den oberen kaputt und jetzt können wir nämlich, glaube ich, relativ egal, wo wir den anhalten. Können wir einfach hier rauf und dann kommen wir auch hier hoch. Okay, also vorher, Gott, vorher, ich hätte gern ein Schild irgendwie. Vorher überlegen, wo man das macht oder was man kaputt macht. Finde ich ganz nett, dass man nicht einfach so durchwaschen kann. Okay, wie kriegen wir das jetzt hin? Relativ in der Mitte, gell? Shit. Jetzt. Ja, ich bin der Beste. Doch, finde ich ganz witzig. Also das Erdding hier finde ich ganz nice. Was passiert jetzt? Jetzt knallt der Stein da runter. Okay, jetzt können wir hier durch. Ach so, wegen dem Stein können wir jetzt hier nach oben. Okay. Es gibt garantiert Bosse. Ich habe schon gesehen, dass es Bosse gibt. Ich bin sehr gespannt, was für ein Boss im ersten Dungeon lungert und ob es ein Boss ist, oh Gott, bei dem man auch nachdenken muss. Das wünsche ich mir irgendwie immer bei solchen Spielen. Dass man zumindest so ein bisschen nachdenken muss. Auch bei den Bossen. Dann ist das wirklich Zelda-like. So. Keine Ahnung, dass man den irgendwie wirklich mit der Erdattacke angreifen muss. Da ist unser erster Boss. Ah, oh Gott, was machst du? Ich habe keine Leben. Wie greife ich denn nochmal an? Okay, wir hatten noch ein Herb, das heilt uns einmal voll. Und ich denke einfach mal, wir müssen ihn damit irgendwie attackieren. Oh, ich komme nicht klar auf diese Steuerung. Ja, okay, also wir müssen die Geister vernichten. Am besten so, dass sie uns nicht treffen. Ich komme wirklich nicht klar mit dieser Steuerung. Das ist so komisch. Ich springe mit B, ich greife an mit A, ja? Oh, er ist schon tot? Ich greife an mit A? Nee, er ist nicht tot. Und diese komische Erdfähigkeit. Was passiert denn jetzt? Diese komische Erdfähigkeit mache ich, indem ich nach oben drücke. Kannst du mich hier rauslassen? Danke. Indem ich nach oben drücke und dann. Keine Ahnung, was das ist. X oder so, glaube ich. Shit. Müssen wir wieder angreifen. Hilfe, das erinnert mich mega an 20XX, wenn ihr das Spiel kennt. Jetzt kommen da auch noch von unten solche Dinger, ist klar, Leute. Ja, da bin ich tot. What the fuck? Okay, das hätte ich nicht gedacht von diesem Spiel. Das ist... What the hell? Guck mal, er zählt sogar meine Tode. Wie cool ist das denn? Oh nein, ich starte jetzt wirklich am Anfang des Dungeons wieder. Nicht dein Ernst. Muss ich wirklich alles nochmal machen? Muss ich den Schlüssel von hier unten holen? Oh, das wäre ja richtig assig, wenn man nicht mal speichern könnte. Wie springe ich da? What the hell? Ich finde das richtig komisch hier gerade alles. Ich würde angreifen mit B so viel besser finden. Ah ne, die Truhe ist offen. Habe ich denn mal... Ah, ich habe auch meine Fähigkeit. Also ich muss einfach nur zum Boss laufen. Okay, das ist wenigstens eine gute Sache. Dann sehen wir uns gleich beim Boss wieder, Leute. Den machen wir auf jeden Fall heute noch. Okay, ohne so ein grünes Ding leider im Inventar müssen wir jetzt den Boss legen. Das heißt, wir haben wirklich nur einen Versuch. Wir hatten eben eine bessere Ausgangslage. Ich glaube, ich hatte ein Inventar... Genau, ich habe hier noch so einen kleinen Trank. Stellt 4 Herzen wieder her. Okay. Also den können wir auf jeden Fall verwenden, diesen komischen Trank, wenn wir wollen würden. 4 Herzen. Das heißt, wenn wir noch ein Herz haben, dann können wir das einsetzen. Ach, leider ist hier kein Speicherpunkt vor dem Boss. Das heißt, man muss wirklich immer bis hierhin laufen. Ach, hier müssen wir auch noch lang. Und wir haben halt dieses komische Kraut nicht mehr, das uns einmal rettet. Ja, das ist natürlich hier nervig. So, okay, aber hier war jetzt, glaube ich, der Boss, oder? Ja. Ach du Kacke, na gut. So, aber das war eben auf jeden Fall die Schuld, dass ich nicht wusste... Also ich kam nicht mit der Steuerung klar. Auf... So schnell, wie ich hier reagieren sollte. So, aber jetzt ist es, glaube ich, schon wieder ein bisschen besser.
Okay. Ja, doch, sieht schon besser aus als eben auf jeden Fall. Sein Muster haben wir ja auch schon relativ durchschaut. Er greift halt einmal an. Ausweichen ist halt trotzdem so eine Sache, aber wenn es noch einmal trifft, dann müssen wir auf jeden Fall uns heilen. Das mit dem Angreifen auf A ist halt trotzdem komisch. Oh, weg hier. Er springt noch einmal. Jetzt schießt er wieder. Ah ja, diese Ranken. Oh Gott. Ich hoffe, er zieht keine zwei Leben ab, wenn er trifft. Okay, das war dumm. Ich werde mich heilen, sonst ist das mir hier viel zu knapp. Inventar, einmal den Trank einsetzen. Jo, haben wir wieder volle Leben. Dann sollte es auf jeden Fall gut gehen. Jetzt können wir ihn eigentlich die ganze Zeit angreifen, egal wie oft er uns trifft. Weil wir haben ja diese Invincibility Frames, somehow. Das sollte lang, oder? Okay. Oh, ein Glück hat er keine dritte Phase. Aber das alleine, dass er zwei Phasen hat, ist doch mega gut. Der war cool, der Boss. Wir haben noch ein Leben dazu bekommen. Ich hoffe, man hört meine Bassdrum und so nicht, weil die hallen wirklich mega laut hier. Das ist voll irritierend. Das Erdelementar! Wie cool er auch das steht. Ich mag das wirklich alles. Irgendwie ist das Spiel mir sehr sympathisch. So, the power of Earth is yours. Cool, damit haben wir das Erdkönigreich ganz offensichtlich geschafft. Cool. Und jetzt haben wir hier so eine coole Erdfähigkeit. Ja, also ich denke mal, das Spiel geht dann wirklich nicht allzu lang. Wenn wir jetzt schon quasi ein Viertel des Spiels geschafft haben. Na, sagen wir ein Fünftel, weil wir brauchen die vier Elementare und dann müssen wir halt noch den, wie hieß er, Valion besiegen. Okay, ich werde jetzt nochmal kurz ins Königreich zurücklaufen und gucken, was die Typen mir sagen. Kommt man hier hoch? Bestimmt, oder? Warte mal. I will test this. Kommen wir da irgendwie hoch? Shit. So, was gibt's hier oben? Ich habe das Rätsel gelöst. Ich verlange Großes. Ah, nee, das war sehr schlecht. Jetzt müssen wir leider wieder warten. Da drüben braucht man irgend so eine Blitzfähigkeit oder so. Das ist, glaube ich, auch so hoch, naja. Ach, Mann! Ein Try habe ich noch. Komm schon! Gibt's denn da oben überhaupt irgendwas? Also es geht auf jeden Fall immer weiter hoch. Ich kann leider nichts mehr machen, weil ich keine Magie mehr habe. Was? Das langt nicht? Wegen diesen einen Millimeter? Oh mein Gott. Jetzt aber. Dankeschön. So, hier können wir auch wieder neue Magie holen. Also man hat immer ja, so drei. Das ist eine Kiste. Man hat immer so drei Versuche, das zu schaffen, sonst muss man den ganzen Raum nochmal neu machen. Und wenn er ganz unten ist, müssen wir das machen. Oder kann man da... Ach, man kann einfach durch, okay. Für eine Kiste mit ganz viel Geld, ja! Alter, okay, da war wirklich mega viel Geld drin. Da war ja noch mehr Geld drin als in der Schatzkammer. Da rechts kommen wir wahrscheinlich nicht lang. Okay, dann gehen wir jetzt noch einmal kurz ins Schloss zurück. Wieder beim Schloss. Ich habe mir noch kurz ein Heilkraut abgeholt, habe gespeichert. Ich weiß immer noch nicht, was die Level bringen, leider. Also ich bin Level 3, aber was mir das genau bringt, ob ich jetzt stärker bin oder was damit genau passiert, keine Ahnung. So, wir haben auf jeden Fall unser ersten Elementar. Wir gehen noch mal kurz zum Seher hin, ob der irgendwas Neues sagt. Oh, da bringt eine Kristallkugel, bla bla bla. Brauchst ein bisschen Führung, ja bitte. Wah, 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 wololo. Ich sehe eine Bibliothek in Palulu-Stadt. Gehe nach Verlassen des Schlosses in diese Richtung. Nach rechts. Gut, dann machen wir das in der nächsten Folge. Ich finde ein bisschen schade, dass sie mir jetzt nichts sagen, von wegen, oh ja, großer Held, herzlichen Glückwunsch zum Erreichen des ersten Dingensbums. Hier, die Schatzkammer, wenn du es nicht getan hast. Die sagen alle dasselbe. Er sagt hier noch, dass die Prinzessin mal ein Amulett hatte, aber ein Affe hat es ihr geklaut und was weiß ich. Ich glaube an dich. Ich hätte gerne mehr getan. Okay, die sagen also alle dasselbe. Juckt die nicht, dass ich das erste Elementarding habe. Zäh. Ich hätte jetzt ja mit der Parade gerechnet, aber nope, kommt einfach gar nichts. Alles klar, aber dann haben wir... Also meiner Meinung nach ein Fünftel erreicht ist, denn es ist wirklich wie bei Zelda, dass man einfach erstmal die vier Elementare holt und dann kommen nochmal vier. Das wäre natürlich blöd, aber wir haben auf jeden Fall ein Element hier. Und dann würde ich sagen, wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst ein Like da. Wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, auch ein Abo. Und dann bis zum nächsten Mal und tschüss.